Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen in meine Kalinkas Küche. Heute habe ich was gebastelt. Schaut, ein Tannenwald. Das ist eigentlich ein Geflügelsalat, aber mal anders. Und zum Jahreswechsel, zum Silvesterparty, möchte ich mal gerne mit irgendwas überraschen, was Schönes auf den Tisch stellen. Und das sowas kann man auch stellen. Und wenn ihr Interesse habt, wie habe ich das gemacht, dann bleiben Sie bei mir und ich werde euch es zeigen, Schritt für Schritt, wie immer. Viel Spaß! Und schaut, die kann man schön von den Platten abnehmen, ist auch so ein Cracker und einfach im Mund stecken. Ja, viel Spaß! Folgende Zutaten habe ich mir jetzt vorbereitet. Ein Hühnerbrustfilet habe ich gekocht, hart gekochte 4 Eier, ungefähr so 100-110 Gramm Käse, in meinem Fall Gouda-Käse, 2 Knoblauchzehen. Dann wir brauchen ungefähr so, naja, Handvoll gemahlene oder so grob zerstößene Nüsse. Ich habe schon diese Nüsse mal richtig schön aufgeweicht und wieder getrocknet und sind wieder sozusagen zum Naschen. Und da kann ich die auch gut verwenden. Ob das ist das Walnüsse oder Cashewnüsse, kann man beide nehmen, einfach zerhacken und so 3 Esslöffel brauchen wir für diese Norm. Dann Mayonnaise und dass es jetzt schön sieht und grünlich, wie so wirklich ein Tannenbäumchen, brauchen wir Dill, weil Dill hat so Spitzen und dann ein bisschen mehr ähnlicher wird mir auf Tannenbau zu sehen, als wenn wir zum Beispiel Petersilie nehmen. Salz und Pfeffer und dann Gewürze natürlich nach eurem eigenen Geschmack, was ihr da wollt machen, vielleicht noch Paprika, Rosenscharf oder edelsüß oder sowas. Wir müssen jetzt alle unsere Zutaten ziemlich klein schneiden oder fein reiben. Ich nehme diese Seite von der Reibe. Da werde ich Eier und Käse reiben. Den Hühnerbrust müssen wir ganz, ganz, ganz fein hacken. Und das alles geben wir in eine Schüssel. Machen wir uns jetzt erstmal so ein Baumaterial. Und wirklich so fein, wie ihr es könnt, weil danach, wenn es ist zu grob wird, dann wird es schlecht zu machen unserer Tannenbäumchen. Deswegen bitte so wie möglich fein zu schneiden. So, und dann mache ich noch ein bisschen, so wie bei den Kräutern noch. Bei dem Hühnerfleisch geht es eigentlich nicht kompliziert. So, schaut ihr, jetzt haben wir wirklich richtig kleinere Streusel. Das mache ich erstmal fertig und die restliche einfache feine Gemüsereibe reiben. So, schaut ihr, richtig schön fein. Und jetzt hacken wir auch die Nüsse. Ich habe jetzt nur Walnüsse genommen. So, das reicht ja schon. Müssen wir nicht zu Mehl machen. Und jetzt werden wir auch noch reiben. Käse. Richtig so schön fein. So, dann Knoblauch und die Eier. So, und die Eier geben wir auch dazu. Und dann können wir schon würzen und so viel Mayonnaise dazu geben, dass unser Salat etwas, kann man sagen, so nur so klebriger, dass er nicht auseinanderläuft. Das ist sehr wichtig. Deswegen immer Löffel zu Löffel von der Mayonnaise dazugeben, umrühren und dann schauen, wie das Konsistenz ist. So, erstmal ein bisschen umrühren alle Zutaten miteinander. Es kann man auch so als Salat servieren. Dazu passt auch sehr schön Mandarinenhälften hier reinmachen. Das ist auch schön. Aber wir wollen heute basteln und uns zum Silvester was Schönes auf den Tisch servieren. Deswegen wird das etwas anders gemacht. Jetzt geben wir noch etwas Pfeffer und Salz. Mit Salz ein bisschen vorsichtiger, weil zum Beispiel beim Hühnerbrustfilet, da habe ich schon in Wasser dazu gegeben, Salz.
Käse ist auch salzig. Es geht jetzt nur um die Eier. Mayonnaise, da ist auch noch Salz dazu. So, und geben wir jetzt immer nur einen Löffel. Ja, beim ersten Mal können wir zwei geben. Und dann erstmal werden wir gut umrühren. So, ich habe jetzt nur 3 Esslöffel dazu gegeben und schaut, was für so eine Masse jetzt ist. Und so lasse ich erstmal, weil dazu geben können wir immer noch. An die Seite stellen und jetzt unsere Deko dran. Wir brauchen unbedingt von dir nicht diese Stiele und so, sondern das Feines. Das müssen wir uns jetzt bemühen und das alles abmachen. Die Stiele kann man sogar einfrieren und beim Suppe kochen oder braten oder so nehme ich dann raus und binde das fest oder mache in mein Säckchen, Gewürzsäckchen rein und gebe dazu. Und dann hat man schönen Geschmack in diese Stiele, richtig tollen Geschmack drin. Machen wir es weiter. Nicht so ganz, ganz fein, so ein bisschen längere Spitze lassen wir. So, ich gebe erstmal auf den Teller, da wo wir können unsere Tannenbäume dann dekorieren. So, mache ich erstmal komplett mein Deal fertig und dann können wir anfangen schon zu basteln. So, meine Lieben, jetzt können wir anfangen. Habe ich mir schon ein Tablett hingestellt und ich möchte gerne diese kleinen Tannenbäume auf so einen Cracker draufsetzen. Ich habe jetzt so einen genommen. Das sind diese Brotchips und so eins. Dann nehmen wir uns ein bisschen was mit. Die müssen nicht alle gleich sein. Die Tannenbäume im Wald sind auch nicht gleich. Oben anspitzen, unten ein bisschen flach machen. Und probiert unbedingt euren Salat, ob das genug da Salz und Gewürzen. So, es lässt sich wirklich schön vormachen. Und was stört, wird dann abgemacht. Dann nehme ich den Cracker und setze da drauf. Jo. So ungefähr soll er sein. Wenn ein bisschen krumm und schief ist, auch nicht schlimm, weil die Tannenbäume sind auch nicht perfekt. So, und das ist alles. Bisschen wie Tannenbaum aussieht, werde ich es mit dem Dill schmücken. Natürlich auch nicht so viel Dill, weil es muss auch gegessen werden. Deswegen macht es so, wie ihr es denkt. Noch ein bisschen dran machen. So sieht dann aus. Und ich habe noch hier Granatapfel und da habe ich mir überlegt, ob ich kann meinen Tannenbaum auch ein bisschen schmücken. Zum Beispiel ganz oben wie ein Stern machen wir einen Kern von Granat. Eventuell kann man auch mal so an die Seite was auch reinstecken. Oder habe ich dann schon so gemacht, dass ich Mayonnaise angefärbt, zum Beispiel mit rote Beetesaft. Und dann kann man mit den Tüpfchen so einfach die rote Punkte mit Mayonnaise machen. Das kann man auch machen, wenn ihr das möchtet. Aber ich finde, sieht echt süß aus. Wirklich. So, ich mache die erstmal alle fertig und wenn die dann alle fertig, dann werde ich euch erst auch zeigen, wie das alles so aussieht. Aber erstmal mache ich erstmal alles fertig. So, liebe Freunde, so ist das jetzt geworden, mein Tannenwald. Und ein bisschen noch übrig geblieben. Und das werden wir einfach so wegnaschen, weil auf die Platte ist es jetzt genug davon und kann jeder mal was ein bisschen probieren. Und so mal Salat serviert man nicht jeden Tag mal was Besonderes zum Jahreswechsel. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen, bei Ausprobieren. Es ist absolut nicht schwer und wirklich einfach. Überreicht einfach eure Besuch. Ich wünsche euch alles Gute, kommt gut rein im neuen Jahr, bleibt gesund, viel Glück und alles, alles Liebe. Und dann sehen wir uns im nächsten Jahr. Ich hoffe, dass wir alle gesund uns wiedersehen. Alles Liebe und bis zum nächsten Mal. Tschüss!